Ja, hallo. Aber es ist doch gut, dass so viel los ist, dass es so viele Möglichkeiten der Bewegung gibt. Ich kenne die anderen jetzt nicht so genau und ich würde nicht sagen, wir sind die Guten, weil wir hier so viel nachdenken und so viel Kontroversen haben. Also dann würde ich ja, weiß ich nicht, mich selbst erhöhen oder uns. Aber es ist ja auch der Sinn der Mahnwache, nicht so strikt zu sagen, der muss weg und die muss her und Schluss damit. Das ist ja letztendlich auch wieder sehr diktatorisch und das würde ich persönlich ablehnen. Und das macht einfach furchtbar viel Arbeit, mal den Lebenslauf von Politikern anzugucken und ja, die beiden Aufmärsche, die es hier vielleicht noch zu erwarten gibt, pro und contra Merkel, die sich vielleicht auch sogar ähnlich sind, was sie dann sich nicht eingestehen, die machen sich das ein bisschen einfach. Und ich würde das begrüßen, ja, dass wir mehr nachdenklich sind und unsere Beiträge differenziert bleiben. Ja, und zu dem ganzen Thema möchte ich auch nochmal meinen Senf dazugeben. Und zwar, ich frage mich ja immer, was soll das denn generell irgendwie zu fordern? Oh ja, die Merkel muss weg, hier lass uns eine Demo aufbauen dagegen oder lass uns dafür sein. Sondern ich gehe ja immer zu den Veranstaltungen von meinem Politiker für meinen Bundestags, für meinen Wahlkreis und stelle dem dann einfach mal die Fragen, die gestellt werden müssen. Zum Beispiel, warum da denn eine Drohnenbasis in Ramstein ist, warum es da eine Relaisstation gibt. Und zum Beispiel hier, der Thilo Jung hat das ja ganz hervorragend gemacht. Der hat die Bundesregierung gefragt, wie sieht das denn aus? Sie wollen ja nicht mehr an die Beteiligten des Jemenkriegs Waffen ausliefern und die USA ist ein klarer Teilnehmer im Jemenkrieg. Heißt das, wir liefern jetzt keine Waffen mehr an die Staaten? Und die Antwort darauf war ein ganz eindeutiges, ganz klares, haben wir keine Ahnung drüber. So, und wenn wir als Bevölkerung uns weiter so verarschen lassen und nicht mal zu unseren Politikern hingehen können und ihnen kritische Fragen stellen können, auf die sie uns dann antworten, dann frage ich mich, was das denn für eine Demokratie sein soll und warum wir uns nicht mal anstrengen, unsere Demokratie hier zu erhalten, indem wir zu unseren Bundestagsabgeordneten und zu sonstigen Vertretern des Volkes gehen und sie mit unseren Anliegen ja schon quasi belästigen. Das dazu. Vielen Dank. Ich nehme schon wieder meinen Moderatorhut ab. Ich muss noch mal was sagen. Ich war 3 Monate nicht hier. Da fällt mir das jetzt alles hier wie aus dem Mund hier, was ich alles sagen wollte. Ich wollte noch mal was sagen zu Konsolidierungsverhandlungen, die gerade stattfinden. Habt ihr sowas mal im Grundgesetz gelesen? Steht da gar nicht. Da steht eigentlich, dass die Abgeordneten, die Parlamentsabgeordneten, die wählen jetzt eine Regierung. Und da steht überhaupt nichts davon, dass sich die Parteien konsolidieren. Da steht überhaupt nichts davon, dass man vorher Verträge macht, wie man abstimmt. Das ist nicht vorgesehen in unserem Grundgesetz. Sollte man vielleicht auch nochmal fragen, warum, gerade wenn es jetzt zu Neuwahlen kommt, warum das so gehandhabt wird. Eigentlich ist es so, dass egal was passiert aus diesen Leuten, weil wir haben die ja gewählt, müsste jetzt eine Regierung entstehen. Und wenn es deswegen Neuwahlen gibt, dann haben die uns eigentlich behumst. Wobei die sich dabei auch selber behumsten, denn das Ergebnis wird wahrscheinlich noch schlechter ausfallen, als sie sich das überhaupt vorstellen können. Okay, ich bin weiterhin Moderator, ich passe auf die Regeln auf. Ja, und ich bin immer noch Ilona. Ich habe mich heute mal mit einem Zauberhut getarnt. Ja, das ist nämlich auch Rosenmontag. In anderen Gegenden der Welt, da gibt es heute Karneval, Fasching und was weiß ich alles für tolle Sachen. Hier oben im Norden ist absolut nichts davon zu bemerken. Oder hier nebenan, da gibt es ja allerhand Laute, aber nicht Musik, also ich weiß nicht. Also auf jeden Fall geht das hier sicher immer ungenutzt vorbei. Aber wir haben ja eigentlich die ganze Zeit Mummenschanz. Schon seit der Bundestagswahl, die ganze Zeit danach, haben wir monatelang nur Mummenschanz. Wir haben keine Regierung, wir haben irgendwelche Verhandlungen, wir haben andere interessante Sachen, womit wir abgelenkt werden von irgendwelchen wichtigen Sachen, an denen wir eigentlich teilnehmen sollten. Ja, und da gibt es eben wunderschöne Sachen, wo wir uns beteiligen können. Wir haben ja jetzt 2018, wir haben jetzt die erste Mahnwache hier wieder in Hamburg. Und die nutze ich jetzt gleich mal, meine Lieben, und hört mal her, es gibt die nächste große zentrale Mahnwache, nämlich schon zu Pfingsten. Am 19. Mai in Berlin. Ich hoffe, da sind wir alle dabei. Ich soll nämlich auch mal herzliche Grüße bestellen von den Berliner Organisationen.
Organisatoren, Infogruppen, die das organisieren, und soll gerne bei euch mal schon die Meinung einholen, wie es aussieht. 19. Mai, seid ihr dabei? Hallo? Ja, seid ihr dabei? Kann ich schon mal eine positive Rückantwort schicken an unsere Organisatoren in Berlin? Ja, und ansonsten an und für sich heute Fasching wäre eine Büttenrede fällig gewesen. Ja, aber ich und Reim, das geht normalerweise ganz gut, aber ich war am Wochenende ziemlich krank. Ich hing ziemlich durch und so richtig war mir auch nicht nach Büttenreden schreiben. Und ja, es gibt ein wunderschönes Lied von Lisa Fitz, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das müsste eigentlich jetzt hier kommen. Das ist nämlich genau das, was bei uns gerade los ist. Nämlich ein totales Polittheater, was endlich mal aufhören sollte. Aschermittwoch ist ja alles vorbei. Ich denke mal, hoffentlich auch dieser Mummenschanz. Der politische Aschermittwoch ist ja jedes Jahr auch wieder. Aber es sieht wohl nicht so aus. Irgendwann soll ja auch die SPD-Basis entscheiden. Im Internet tobt ein unwahrscheinlicher Hype, dass sie wohl doch sich gegen die GroKo aussprechen wollen. Die unwahrscheinlich aktiven SPD-Basisleute, aber ich denke, wir wissen, wie das Ergebnis aussieht, oder? Hm? Knapp, aber doch sicher werden sie sich dafür entscheiden. Na ja, klar, wollen doch alle wieder ein Pöstchen haben. Und wir kriegen unseren Olaf Scholz bei der Gelegenheit los, der kümmert sich dann um die schwarze Null als Finanzminister. Bravo! Das ist doch schon mal was, ne? Also für uns geht es auf jeden Fall gut aus. Ich wünsche uns was. Danke. So, dann guten Morgen, guten Abend aus der Winterpause wieder zurück. Und in der Zwischenzeit waren wir ja bei der Veranstaltung gewesen. Und da hatte ich ja viele von euch auch gesehen bei Professor Dr. Mausfeld, dem Vortrag hier in der Uni, an der HWP. Unmenschliche Zustände, gegen die nichts unternommen wird, war das Thema. Und dazu gab es ein Nachbereitungstreffen, falls es jemanden interessiert. Und es wird wohl weitere Nachbereitungstreffen geben. Wenn jemand Interesse hat, kann er sich an mich wenden, kann ich ihn informieren. Der Rainer Mausfeld hat einige Tafeln verwendet in dem Vortrag. Und es gab da eine Tafel, wo er Werbung gemacht hat für ein Buch. Und dieses Buch ist von einem seiner Kollegen geschrieben worden aus Südafrika. Der heißt Achille Mbembe. Und er hat ein Buch geschrieben über Kritik der schwarzen Vernunft. Und dort führt er aus, wie Rassismus, Nationalismus entstanden ist und welche Rolle der heute spielt. Falls es jemanden interessiert, im Netz kann man diesen Vortrag, die Karten dazu, auch über die Nachbereitung dieses Vortrages bekommen. Und könnt ihr auch durch mich bekommen. Und ich kann euch auch über dieses Buch einiges erzählen, wenn Interesse entsteht. Danke.